Nein, heute geht es tatsächlich mal nicht um Aktien oder irgendeiner Methode, wie du erfolgreich an der Börse sein kannst. Nein, es geht um einen viel, viel wichtigeren Schritt, der schon vorher erfolgen sollte. Keine Angst, wenn du jetzt schon mittendrin bist im Börsengeschehen, dann tut es auf jeden Fall auch gut, das Buch, was ich dir heute zeigen werde, dir durchzulesen, wenn du es sowieso nicht schon kennst. Auch ich habe schon viel gemacht hinsichtlich Finanzen, hinsichtlich Börsenhandel und so weiter, bevor ich dieses Buch gelesen habe. Aber dieses Buch hat mich, und hier, ich werde nicht bezahlt dafür oder so, und ich will auch eigentlich nicht übertreiben, aber es ist so, das hat das Ganze bei mir nochmal komplett zum Umdenken gebracht und mich ein Level weiter nach oben befördert. Nämlich von meinen Gedanken her, wie ich diese Sachen angehe, wie ich Finanzen sehe, wie ich finanzielle Bildung sehe und so weiter. Ja, vielleicht wissen die einen oder anderen schon, über welches Buch ich hier gerade rede. Es ist nämlich hier von Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. Und in diesem Buch geht es darum, dass Robert Kiyosaki eben über seine Kindheit eigentlich zum Hauptteil dieses Buches spricht, nämlich er hatte quasi einen leiblichen armen Vorvater, wobei der gar nicht rein gesellschaftlich gesehen nicht arm war, und einem reichen Vater, was quasi wirklich der Investor schlechthin war, hinsichtlich Börseninvestments und so weiter, natürlich alles ja in diesem Buch, ja, wenn dich das interessiert, und das sollte dich interessieren, ja, ich kann es dir wirklich raten, dieses nicht allzu große Buch einmal durchzulesen von ungefähr 300 Seiten, wenn man so ein bisschen Klimbim abzieht, sind es eigentlich nur 250 Seiten oder so, ja, weil dieses Buch einfach extremen Mehrwert mir geliefert hat, und ich bin mir sicher, wenn du dieses Buch noch nicht kennst, dann wird es das Gleiche bei dir auch tun. Worum geht es denn rein inhaltlich sonst in diesem Buch? Naja, es geht eben um diese Geschichte dieser zwei Väter so gesehen und dass der eine, der reiche Vater quasi, ihm beigebracht hat, letztendlich wie er mit Geld umzugehen hat, dass er nicht für Geld arbeiten geht, sondern dass er sein Geld für sich arbeiten lässt, dass das das Ziel sein sollte. Und das geht natürlich stark in die Schiene, dass man sich in Richtung Unternehmertum, Selbstständigkeit bewegt, ja, und ein eigenes Business aufbaut und dieses Business skaliert und so weiter. Das ist allerdings sehr, sehr schön umschrieben und sehr, sehr gut begründet, ja, und das hat wirklich von meinen Gedanken wirklich was geändert. Ich werde dafür nicht bezahlt übrigens, ja, das ist eine reine Empfehlung, und gehe einfach auf Amazon, suche Rich Dad, Poor Dad, ja, ich stelle ja auch keinen Link zur Verfügung oder so, von dem ich irgendwie profitieren würde. Das ist wirklich eine Empfehlung, die ich einfach so mache, weil ich mir sicher bin, dass das den meisten von euch da draußen auch wirklich helfen kann. So, und dann geht es eben auch weiter, dann geht es auch um ein paar Immobilieninvestments, wo Robert Kiyosaki dann auch noch darstellt, wie er quasi zu guten Geschäften, unter anderem in der Finanzkrise gekommen ist und so weiter. Und das Ganze untermauert dann einfach nur dieses Denken quasi, wie man mit Geld umgehen sollte, dass man Geld für sich arbeiten lassen soll. Dass reiche Leute es genauso machen, dass sie Geld arbeiten für sich lassen oder dass sie sogar Geld anderer für sich arbeiten lassen. Sprichwort Fremdkapital. Und ein ganz essentieller Punkt, und seitdem denke ich auch wirklich über Steuern nochmal ganz anders nach, sind die Handhabe, wie Robert Kiyosaki quasi über Steuern redet und dort beschreibt, wie er als Unternehmer letztendlich die Steuern für sich nutzt und extrem wenig Steuern zahlt. Ja? Das hat mich auch in meinem Unternehmertum komplett umgekrempelt, weil ich dieses Denken übernommen habe. Also ich hatte es auch schon in gewisser Weise vorher, aber das Ganze hat das dann nochmal verstärkt bei mir, dass ich wirklich alles, was ich irgendwo im Leben anpacke, als Investition sehe. Klar, es gibt Konsumausgaben, die nicht irgendwo als Unternehmen getätigt werden können, ganz, ganz klar. Aber ansonsten, dass man diesen Gedanken hat, diesen immer wieder Reinvestitionsgedanken hat, um immer mehr Cashflow letztendlich auch aufzubauen. Und apropos Cashflow, nämlich genau darum geht es auch. Ein Punkt ist nämlich, dass Robert Kiyosaki hier drin sagt, dass man sich immer zuerst bezahlen sollte. Und da geht es halt um so Cashflow-Spielchen, wie der Cashflow von der einen zur anderen Seite zu erfolgen hat und was im Endeffekt eine Investition ist. Eine Investition, um es mal ganz kurz zu machen, ist nämlich nicht in seinen Augen etwas, wovon man mal in ihren paar Jahren etwas hat und die ganze Zeit draufzahlen muss, sondern eine Investition ist schlichtweg das, was dir direkt Cashflow bringt und dann noch einen Wertaufbau hat. Ja? Wenn wir die Analogie einmal übersetzen in den Aktienmarkt beispielsweise, wir haben eine Aktie, die steigt im Wert und die gibt uns aber eine nette Dividende von vielleicht 2%. Das heißt, die produziert von Anfang an Cash in unsere Tasche zurück und der Gegenwert, der steigt auch. Das wäre sozusagen die Übersetzung davon. Ja?
Und auch hinsichtlich des Börsenhandels hat mich das Ganze nochmal ein bisschen weitergebracht, nochmal mehr animiert, noch weiter zu gehen, noch tiefer in gewisse Bereiche reinzugehen und sich dort weiterzuentwickeln. Also es ist wirklich eine Grundeinstellung, die dort übermittelt wird in diesem Buch. Zumindest trat das so auf mich zu, dass ich in vielen Sachen hier wirklich direkt angesprochen, mich angesprochen gefühlt habe, was ja wirklich mein Leben hinsichtlich meiner finanziellen Lage nochmal auf ein neues Level gebracht hat. Ja. Schau dir das Ganze mal an. Wenn du das Buch schon kennst oder jetzt gerade durchliest vielleicht sogar, schreib mir in die Kommentare, was du denn davon hältst, wie du dieses Buch findest. Ich wollte dir in diesem Video einfach mal eine kleine Empfehlung geben und ich bin mir sicher, dass du auch davon profitierst. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit dem Buch, wenn du das dann dir durchliest. Alles Gute, dein Sebastian Legrand.